Mahlzeit und guten Tag und willkommen beim Speed Shop. So, wir haben hier ein Paket von, ja, was soll ich sagen, von HG. Ja, HG. Nee, er kennt die Stimme. Pass mal auf, der ist geil. Der ist geil. Ich bin gespannt, was da drin ist. Das kann ich euch sogar zeigen. Von HG Butte in der Pingpongstraße 69 15098 Bärstadt. Das ist sicherlich echt. Hundertprozentig. Naja, gut. Dann würde ich mal sagen, dann hier, dann pullen wir das mal eben auf. Jetzt bin ich auch gespannt, was da drin ist. Ach. Was war? Gurkenspätzle. Jungs, eine Kiste mit Pfandflaschen. Ist das geil? Apfelrhabarber mit Pfand. Das ist eine originale Gurkenspende. Also Gurke hier, wie das geht's nicht. Warte, ich pack mal die Pfandflaschen hier raus. Jetzt kann man jedenfalls ein Könnchen dauern. Moment. Ich danke dir für die, steuerfreie Gurkenspende. Hundertprozentig. Das ist doch eine Art zu spenden. Weißt du, überleg mal, das ist ja auch steuerfreier Support. Naja, komm bitte. Haut mal rein. Ach du Scheiße. Hier ist nicht mal drin. Also hier ist schon mal was, was ich noch nie in deinem Auto gehabt habe, aber immer schon mal haben wollte. Ich weiß nur nicht, wo ich es einbauen sollte. Ich muss irgendwo das Kabel hier retten, wenn das Kabel kaputt geht. Wir haben hier ein Radio mit einem fetten Bildschirm. Techforce, keine Ahnung was, oder Ringforce. Auf jeden Fall ein richtig fettes Radio mit Dienststecker hinten dran. Oh, da müssen wir irgendwo einbauen. Ich glaube, die Gurke kriegt einen Fernseher. Ich glaube, da brauchen wir eine Gurke rein. Ich glaube, die kriegt ein richtiges DVD-Radio rein. Dann kann ich einen Ballert vom Fernsehen gucken damit. Ey, Hagi Budde, du bist gut. Du bist Hagi Budde, sind wir schon. Was haben wir denn noch? Hier ist ein Radio. Ohne Blende. Moment. Auch nicht schlecht. Ich habe das identische J4C-Radio in der Sammlung, aber das funktioniert nicht. Wenn deins jetzt funktioniert, ne, dann habe ich das erste JVC-Radio derart, was wirklich geht und irgendwie funktioniert. Was haben wir denn? Alter Schwede, Alter, du hast ja richtig einen draufgelegt. Was ist das denn? Ein Aufkleber für Kinder. Achtung, brennender Hund. Feuertreppe. Okay, gut. Lass mal so stehen. Hier ist eine riesengroße Kiste drin. Parkside. Parkside ist der hier Hauswerkzeughersteller von Lidl, glaube ich. Warte mal, die haben wir nochmal eben an hier. Das bin mir Originalen hier. Abwasch noch gar nicht gemacht. Was soll's. Alter, dieser geil. Ey, ein richtiger Akkubohrer. Aber vom Feind. Ey, der ist ja gar nicht mal. Fühlt sich auch gar nicht mal billig an. Mit Bremse drin. Alter, ich hab keinen Akkubohrer mehr. Schon lange nicht mehr. Ey, das ist eine krasse Nummer. Danke, Alter. Ohne Scheiß hier, die ist echt krass, die Nummer. Was ist denn noch drin? Fängt mit Pfandflaschen schon an. Die Idee ist schon gut. Pfandflaschen-Paket. Ja, warum denn nicht? Kann man machen. Also, wie immer geht die? Da ist noch mehr drin. Oha. Also erstmal Powerfix. Das ist, glaube ich, netto. Hier so eine Abisolierzange. Dann haben wir hier ein bisschen hier Gummischeiß und Lakritzscheiß. Die sind geil. Die mache ich aber auch. Ich bin aber der Einzige, der die mag von unserer Familie. Ein Glück, wenn ich mehr zu fressen.
Ja, noch eine. Lügger, was ist das denn? Irgendeine Halterung für irgendwas? Oh, noch eine davon. Ey, Hagel Bruder hat mitgedacht. Guck mal, ich kann jetzt sogar reinfüllen. Ihr seht genauso viel wie ich, nämlich gar nichts. Haben wir denn hier? Kennzeichen aus Wolfsburg? Aus Wolfsburger Kennzeichen? Oh, hier mit gültiger TÜV-Plakette. Oh, böse Leute könnten mit Böses anstellen. Ja, könnte man. Macht man aber nicht. So, Parkside-Kiste, die nächste. Die sieht ein bisschen anders aus. Was haben wir denn hier jetzt drin? Hat ein Tacker das? Heißklebepistole, aber vom Feinsten. Mit Klebestift dabei. Oh, ich hab auch eine, aber ich hab keinen Klebestift mehr. Alter, geil, danke, Mann. Hier Strom dran und dann läuft das los. Aber es kann nicht mal so günstig, ne? Also ich sag mal, von der Bedienung her, das fühlt sich jetzt nicht billig an, ne? Wenn man das so glaubt. Der Akkuschrauber fühlt sich sehr hochwertig an. Was haben wir denn noch? Ey. Noch eine riesige Kiste, die richtig fritten schwer ist. Alter, du haust mich echt um. Ein Elektroschlagschrauber. Alter, wie geil ist das denn? Mit Zigarettenanzünderanschluss, falls mal alles schief geht, um den Akku zu laden. Mit Langnüssen dabei. Ein Elektroschlagschrauber. Ich habe nur einen Rundlosschlagschrauber und ich bin zu faul, meinen Kompressor anzuschließen. Alter, krasse Nummer. Krass. Ohne Scheiß jetzt. Richtig krass. Vor allem, das ist ja... Wie gesagt, das Werkzeug ist so gut wie neuwertig, ne? Das ist neuwertig. Auch der wurde benutzt. Auch der noch nicht, oder? Ne, der ist neu. Das Gerät ist noch neu. Oder wie neu? Also, jetzt bin ich echt gespannt, was im nächsten Ding drin ist. Echt gespannt. Krass, echt ordentlich. Da ist noch mehr drin. Oh. Als hättest du gerade gehört, was ich gesagt habe. Hier, Heißklebestifte für die Pistole. Alter, jetzt pappen wir alles daran fest. Alles mit. Ey, Alter, danke, Mann. Krass. Hier ist noch ein Stecker. DIN-Stecker für ein Radio. Das ist übrigens der Lautsprecherteil. Sieht man in den ganz vielen Kabeln und dass er braun ist. Und das Ding halt in der Mitte ist. Der andere hat hier so ein bisschen oben sitzen. Das ist der Stromteil. Der ist auch dabei. Habe ich gerade noch gesehen. Ach, hier ist er doch. Hier. DIN-Stecker. Können wir eigentlich so ins Radio reinstecken. Ich glaube, wir machen voll den Stilbruch und bauen das in die Gurke ein. Einfach nur so, wie wir das können. Gurke mit Fernsehen. Das wäre lustig. Gut, wir kommen auf Finale. Da ist die Kiste nämlich leer. Noch ein Parkside-Kasten. Was ist jetzt hier drin? Das ist der größte von allen. Da-da-da-da. Eine Akkuflex. Alter, eine Akkuflex. Ohne Akku, aber eine Akkuflex. Wo ist denn der Akku? Warte mal. Oder passen die Akkus von den anderen Geräten parallel? Sind das denn Akkugeräte? Krass. Naja gut, wir müssen den Akku besorgen für die. Ey Jungs, ich habe noch nie eine Akkuflex gehabt. Ich wollte immer mal eine haben. Ohne Akku, aber Akkuflex. Warte mal, ist hier irgendwo noch vorbei. Ich meine, der Akkuschrauber hat ja einen Akku. Passt der auf die Flex zufällig aber drauf? Hundertprozentig. Alter, ganz, ganz, ganz fettes Dankeschön dafür. Du hast mir gerade so einige Wünsche erfüllt. Das ist so ein Werkzeug, was ich habe keinen funktionierenden Akkuschrauber, keinen einzigen. Meinen letzten habe ich vor 3 Jahren geschrottet oder so, oder der Akku hat es selber geschrottet. Ich habe keine Heißklebestifte, habe ich jetzt wieder. Ne, das ist doch, das, Jungs, guckt euch den Kram mal hier an. Ne?
Bin gespannt, wie gut der ist, wie viel Leistung der hat. Mit dem kleinen Akku hier. Warte. Ist sogar beleuchtet. Krass. Und eine Akkuflex. Ey, Jungs. Ach, deswegen hat er das gemacht. Weil du den Akku so sonst nicht reinpacken kannst. Also, Hagebudde, du bist ja eben so ein bisschen anonym hier. Ich danke dir. Krasse Nummer. Wird auf jeden Fall alles in der Gurkenhalle verwendet. Definitiv. Ich bin ja so ein bisschen baff. Ne? Wenn ihr jetzt mal so rechnet, ne? Könnt ihr euch vorstellen, was hier für ein Wert liegt. Das ist ein Wert von locker 300, 350 Euro. Deswegen ganz fettes Dankeschön. Vor allem, das kann ich alles verwenden. Saugeile Nummer. Echt krass. Ich hau mich wirklich, also das ist wirklich, ich verneig mich. Danke. Gut, würde ich sagen, verabschiede mich jetzt, bevor ich hier endgültig abdrehe. Das baue ich in die Gurke. Wenn das geht, baue ich das in die Gurke ein. Das kommt lustig. Gut. Haut rein. Und danke. Fettes Danke. Ich muss mal das wieder erstmal in die Kiste verstauen, damit ich irgendwie mit zur Halle kriege. Bin ein bisschen beschäftigt. Montag.